Kolleginnen und Kollegen, guten Morgen. Ich bitte Sie, Platz zu nehmen und eröffne die 145. Plenarsitzung und stelle die Beschlussfähigkeit fest. Zur Tagesordnung erledigt sind die Punkte 1 bis 5, 8, 12 und 13. Tagesordnungspunkt 74, eine dritte Lesung, die vorsorglich auf die Tagesordnung gesetzt wurde, wurde nicht benötigt, da der Gesetzentwurf gestern in zweiter Lesung angenommen wurde. Noch eingegangen und an Ihren Plätzen verteilt ist ein Dringlicher Antrag der Fraktion DIE LINKE betreffend Klimaschutz in Hessen konkret, Drucksache 19/6697. Die Dringlichkeit wird bejaht. Das sehe ich keinen Widerspruch. Dann wird dieser Tagesordnungspunkt 75 und kann zusammen mit Tagesordnungspunkt 54 zu diesem Thema aufgerufen werden. Außerdem eingegangen und an Ihren Plätzen verteilt ist ein Dringlicher Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend starker Wirtschaftsstandort Hessen, bereit für die Zukunft, Drucksache 19/6698. Wird die Dringlichkeit bejaht, auch das ist der Fall, dann wird dieser Top-Tagesordnungspunkt 76 und kann zusammen mit den Tagesordnungspunkten 48 und 49 zu diesem Thema aufgerufen werden. Vereinbarungsgemäß, Kolleginnen und Kollegen, tagen wir heute bis ca. 18 Uhr bei einer Mittagspause von 2 Stunden. Wir beginnen mit Tagesordnungspunkt 48 zusammen mit 49 und 76. Danach folgt Tagesordnungspunkt 55. Nach der Mittagspause beginnen wir mit dem Tagesordnungspunkt 54, mit dem Top 75 aufgerufen wird. Heute fehlen entschuldigt Frau Staatsministerin Puttrich ab 12.45 Uhr und Herr Staatsminister Rhein zwischen 14 und 16.30 Uhr. Noch ein Hinweis zum heutigen Abend. Die Fußballmannschaft des Hessischen Landtags wird um 19.30 Uhr gegen eine Auswahl der Feuerwehrleute Dreieich antreten. Das Spiel findet statt zugunsten demenzkranker Menschen im Johanniterhaus Dietrichsroth in Dreieichenhain. Und wir wünschen jetzt schon viel Erfolg. Dann haben wir noch zwei Geburtstage. Ihren Geburtstag begeht heute Frau Kollegin Kaya Kinkel. Und einen runden Geburtstag feiert der Abgeordnete Gerald Kummer. Ich spreche Ihnen beiden im Namen des gesamten Hauses uns die herzlichsten Glückwünsche aus und sende jetzt mal meine Boten hier aus. Frau Kinkel, ich hoffe, Sie sind einverstanden, dass Sie heute auch mit Wein bedacht werden. Ich habe gedacht, wir werden die Traditionen in diesem Haus mal etwas abändern. Später. Ich hätte auch zwei Mal Blumen genommen. Okay. Machen wir. Ja. So, wo ist mein zweiter Schriftführer unterwegs? Ja, der gratuliert mal etwas länger. So, wir sind wieder anwesend. So, Kolleginnen und Kollegen, wir sind wieder komplett und können mit der Tagesordnung beginnen.